Ja, ich sehe, die meisten Teilnehmer sind anwesend. Wir können beginnen und dementsprechend heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar BIM Cloud in all seinen Facetten. Mein Name ist Nicola Durrer und ich darf Sie heute durch dieses Webinar begleiten. Es ist so, dass ich in der IDC ein wenig zuständig bin, alles rund um diese Software BIM Cloud. Und wenn Sie im Nachgang zu dieser Software noch Fragen haben, Beratungen brauchen oder es bei Ihnen ein wenig konkreter werden sollte und es um die Anschaffung oder um die Installation geht, dann werden Sie wahrscheinlich früher oder später nochmals mit mir in Kontakt stehen. Dann möchte ich auch meine Co-Moderatoren herzlich willkommen heißen, welche sich gerade selbst vorstellen. Ja, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Webinar. Mein Name ist Fabio Stalder und ich werde mich rund um Ihre Fragen für das ARCHICAD oder die BIM Cloud, die Sie während des Webinars stellen können, kümmern. Dann gebe ich gleich weiter. Ja, danke auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich werde Nicolas ebenfalls im Hintergrund unterstützen und Fragen beantworten, aber auch Fragen zwischendurch ins Webinar einfließen lassen, wenn was Spannendes da ist, was die allgemeinen Webinar-Zuhörer interessieren könnte, würden wir uns einfach dazwischen schalten oder dann zum Schluss auch gewisse Fragen noch stellen. Wir möchten hier eine offene Runde haben und möglichst einen spannenden auch Dialog, nicht nur Monolog, mit Ihnen führen. In dem Sinne gebe ich zurück zu Nicolas und du darfst eigentlich deine Präsentation gerne starten. Ja, und zu Beginn dieses Webinars schauen wir aber einmal an den Schluss der ganzen Geschichte. Wir schauen uns das Endprodukt an, welches durch die BIM Cloud resultiert. Und das ist die Funktion Teamwork in ARCHICAD. Und um Ihnen das ein bisschen genauer zu zeigen, spiele ich Ihnen gerne ein kurzes Video ab. Und zu Beginn haben wir hier noch kurz Ihre Teilnehmerpalette, welche Sie am rechten Bildschirmrand sehen, wo Sie am unteren Ende eben die Möglichkeit haben, Fragen an Nando oder Fabio zu stellen. Und wir möchten jetzt aber einmal hinter dieses Teamwork schauen und alles rund um die BIM Cloud. Und zu Beginn stellt sich natürlich die Frage, was bietet uns die BIM Cloud für einen Mehrwert? Es ist nicht nur einer, es sind ganz viele. Und an erster Stelle, und das ist der Grundsatz, steht Teamwork in ARCHICAD. Die BIM Cloud ermöglicht es, dass mehrere Architekten zeitgleich am selben Modell und das standortunabhängig arbeiten können. Dann ist die BIM Cloud optimiert dafür, wenn Sie mehrere Bürostandorte haben. Sie erleichtert es massiv eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Büros. Es müssen also keine einzelnen Dateien mehr hin und her geschickt werden, sondern das liegt alles zentral auf der BIM Cloud. Dann bietet die BIM Cloud einen sehr großen Mehrwert in der Benutzerberechtigung.
Wenn Sie mit PLN-Dateien, mit Solo-Files arbeiten, dann hat jeder Mitarbeiter, der diese Datei auf dem File-Server öffnen kann, dieselben Rechte. Es kann also jeder genau gleich viel im Plan machen und das wollen Sie ziemlich sicher eben nicht, dass der Erstlehrjahrstift gleich viel machen kann wie der Projektleiter und da die BIM Cloud ein großer Vorteil, wo sich eben einstellen lässt, wer was in welchem Projekt genau machen darf. Dann ist die BIM Cloud von Vorteil, wenn Sie Homeoffice-Arbeitsplätze haben oder externe Mitarbeiter anbinden möchten. Beispielsweise haben Sie für ein bestimmtes Projekt einen Innenarchitekten im Boot, welcher als Freelancer agiert und Sie können dem ganz einfach auch den Zugriff auf die BIM Cloud geben und auch hier müssen keine einzelnen Dateien mehr hin und her geschickt werden, sondern das Ganze liegt zentral auf der BIM Cloud. Dann ist es so, dass wenn Sie oder Ihr Büro Ihre allgemeine IT-Infrastruktur in die Cloud auslagern wollen und Ihr Informatikbetreuer sich nur noch die Frage stellt, wie er das mit diesen großen CAD-Daten anstellen soll, dann ist unsere Antwort, unsere Lösung die Software BIM Cloud. Und die BIM Cloud bietet uns ein zentrales Bibliothekenmanagement. Bibliotheken, welche in Architekturbüros des Öfteren für ein wenig Unordnung sorgen. Da herrscht häufig ein Durcheinander. Jeder hat seine Bibliotheken lokal gespeichert. Von derselben Bibliothek gibt es unzählige Duplikate. Man weiß nicht mehr, welche Bibliothek jetzt die richtige ist. Das hat alles mit der BIM Cloud ein Ende. Dort liegen die Bibliotheken zentral auf der BIM Cloud. Es gibt jede Bibliothek nur einmal und es lässt sich eben wiederum einstellen, wer was in welcher Bibliothek verändern und machen darf. Und je nachdem, welchen oder welche dieser Mehrwerte und Vorteile Sie von der BIM Cloud abgedeckt haben müssen oder wollen, dann müssen Sie sich für eine BIM Cloud Version oder ein BIM Cloud Produkt entscheiden. Und davon gibt es nämlich drei verschiedene. Das ist zum einen die BIM Cloud Basic, die Basisausführung. Dann haben wir der große Bruder von der BIM Cloud Basic, die BIM Cloud. Und zu guter Letzt gibt es BIM Cloud as a Service. Wenn Sie im Nachgang dieses Webinars noch genauere Informationen zu den verschiedenen Versionen haben oder diese Funktionen nachlesen wollen, dann können Sie das auf idc.ch/bimcloud tun. So, und hier würde ich mich kurz dazwischen schalten und komme mit der ersten Kurzumfrage, die ich gerne gleich mal starten würde. Uns interessiert hier von den Zuhörern, welches BIM Cloud Produkt verwenden Sie bereits heute oder setzen Sie heute schon ein? Setzen Sie die BIM Cloud ein oder setzen Sie eine BIM Cloud Basic ein? Setzen Sie die BIM Cloud als Service bereits ein oder haben Sie noch keines dieser Produkte im Einsatz? Falls jetzt die Auswahl auf Ihrem Computer nicht möglich ist und Sie klicken und klicken und dieses Häklein wird nicht angewählt, klicken Sie einmal auf die Escape-Taste, dann sind Sie wahrscheinlich im Vollbildmodus. Es gibt da einen kleinen Bug. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie die Auswahl tätigen und dann auf Senden drücken. Ich sehe, wir haben hier schon die meisten Antworten gekriegt. Es kommen noch immer Antworten rein. Wir warten noch schnell 5 Sekunden. So. Wir sollten eigentlich alle Antworten erhalten haben. Ich schließe diese Umfrage und möchte diese aber auch gleich mit Ihnen teilen. Wir sehen, unsere Zuschauer sind bunt durchmischt von bereits bestehenden BIM Cloud-Anwendern über BIM Cloud Basic-Anwendern und die meisten oder genau die Hälfte von Ihnen setzt aktuell noch keines dieser Produkte ein. Ein sehr spannender Mix und ich glaube, für alle von Ihnen ist hier
gewisse Informationen dabei, welche für Sie interessant sein kann. Ich gebe zurück an Nicolas. Ich blende diese Übertragung wieder aus. Du darfst gerne fortfahren. Ja, und zuerst schauen wir uns einmal diese Basisausführung an, die BIM Cloud Basic und was die genau kann. BIM Cloud Basic ermöglicht es Ihnen eben diese Echtzeitzusammenarbeit in ARCHICAD oder anders gesagt die Teamwork-Funktion. BIM Cloud Basic ist aber immer an nur eine ARCHICAD-Version gebunden. Das heißt, wenn Sie ARCHICAD 22 und ARCHICAD 23 in Teamwork betreiben möchten, dann brauchen Sie dementsprechend auch zwei BIM Cloud Basic Installationen. Dann lässt sich die BIM Cloud Basic ausschließlich auf Ihrer lokalen IT-Infrastruktur installieren und nicht in Cloud-Umgebungen. Die BIM Cloud Basic bietet uns eine webbasierte Management-Oberfläche, wo Sie nachher noch live zu sehen kriegen. Und BIM Cloud Basic ist kostenlos. Diese Software steht jedem ARCHICAD-Kunden zur Verfügung. Er kann die bei uns auf der Webseite herunterladen und muss sie aber selbstständig installieren. Und der Support dieser BIM Cloud Basic ist dann aber kostenpflichtig. Das heißt, wenn Sie die BIM Cloud Basic so installieren, dass Sie damit gar nicht arbeiten können oder Sie konnten das mal, hatten aber einen Serverabsturz und nun läuft die BIM Cloud Basic nicht mehr und wir dann 2 Stunden auf Ihren Servern diese Installation wieder in Ordnung bringen müssen, dann müssen wir Ihnen das jedes Mal anhand eines Stundenansatzes verrechnen. Hier sehen wir nun gerade ein Beispiel, wie eine solche Installation aussehen kann. Das ist eine einfache On-Premise-Installation, On-Premise, wo man auch mit In-House übersetzen kann. Und Sie sehen, wir haben im Büro einen Server stehen, worauf die Software BIM Cloud installiert ist. BIM Cloud ist so, dass die aus 2 Komponenten besteht und das ist immer der BIM Cloud Manager und der BIM Cloud Server, welche zusammen die Software BIM Cloud ergeben. Das haben Sie also auf Ihrem Server installiert und dementsprechend hat jede ARCHICAD-Station in Ihrem Büro über das lokale Netzwerk auf die BIM Cloud Zugriff und kann so in Teamwork arbeiten. Dieses Konstrukt hier ist das einzige, welches sich auch anhand der BIM Cloud Basic umsetzen lässt. Wir sehen später im Vortrag noch weitere solche Installationen, weitere Konstrukte, welche dann aber allesamt nur noch mit der kostenpflichtigen BIM Cloud umsetzbar sind. Und zu dieser kostenpflichtigen BIM Cloud kommen wir gerade. Logischerweise kann der große Bruder der BIM Cloud Basic auch alles, was die BIM Cloud Basic auch kann. Aber sie kann eben noch viel, viel mehr und bietet verschiedene zusätzliche Funktionen. Beispielsweise hat die BIM Cloud ein integriertes Disaster Recovery Backup, welches bei der BIM Cloud Basic nicht vorhanden ist. Und die projektspezifischen Snapshots, welche zwar auch auf der BIM Cloud Basic erstellt werden, lassen sich bei der BIM Cloud direkt auf externe Speicherlaufwerke auslagern. Und bezüglich diesen Backup-Varianten möchte ich Ihnen im Manager kurz live das etwas genauer zeigen. Sie sehen hier nun diese Management-Oberfläche, wo ich mich einmal anmelde. Und wenn wir nur ins Menü Server wechseln, dann sehen Sie diese beiden Komponenten, Manager und Server. Und bei beiden haben Sie auf der rechten Seite ein Reiter Backups, wo Sie einen Zeitplan einstellen können. Das ist in der Regel jeden Tag, irgendwann am Abend, beispielsweise um 10 Uhr. Und dasselbe machen Sie bei der Serverkomponente. Und diese beiden
Disaster Recovery Backups zusammen ergeben ein vollwertiges Abbild der Software BIM Cloud. Das Manager Backup sichert Ihnen alle Nutzer, alle Einstellungen, alle Berechtigungen und so weiter. Und auf der Serverkomponente wird dann die Projekte und die Bibliotheken effektiv gesichert. Und so mit diesen beiden Disaster Recovery Backups zusammen ermöglicht es Ihnen auch, wenn Sie beispielsweise Ihren Server migrieren müssen, Sie brauchen einen neuen Server, dass man die Software BIM Cloud 1:1, so wie sie ist, vom alten auf den neuen Server wechseln oder zügeln kann. Dieses Feature nur bei der Vollversion inbegriffen, und wenn wir jetzt nun aber zu den Projekten wechseln, dann sehen Sie, dass zuoberst auf den Projekten es einen Reiter Snapshots gibt, wo Sie wiederum für drei verschiedene Backup-Typen einen Zeitplan definieren können. Und diese Snapshots, die sind dann projektspezifisch. Es gibt zwei Typen davon. Das ist zum einen der PLN-Snapshot, welcher eine vollwertige ArchiCAD-Datei sichert, und zum anderen der BIM-Projekt-Snapshot, wo ein BIM-Cloud-spezifisches Projekt-Backup geschrieben wird, und das gleiche gibt es noch für die Bibliotheken. Und diese Snapshots bieten Ihnen die Möglichkeit, dass, wenn Sie in einem Projekt 2 Stunden zurückgehen möchten, dass Sie eben ganz einfach dieses Projekt zurücksetzen können, ohne dass Sie die ganze BIM-Cloud zurücksetzen müssen. Ich würde mich hier kurz dazwischen schalten, Nicolas. Und zwar haben wir eine Frage aus dem Publikum. Wie kann man einstellen, dass jeden Abend ein PLN abgespeichert wird? Ich glaube, du hast das jetzt ansatzweise bereits gezeigt, vorhin bei diesen Snapshots, wo auch die Einstellungen für die PLNs gemacht werden kann. Vielleicht kannst du hier ganz kurz ausführen, was denn der Unterschied ist zwischen PLN-Backups und den BIM-Projekt-Snapshots, beziehungsweise geht das überhaupt, dass dieses PLN jeden Abend automatisch ausgeführt wird, oder was braucht es dazu? Kannst du da kurz eine Antwort drauf geben? Ja. Es ist so, bei der BIM-Projekt-Momentaufnahme, da können Sie anhand dieses Zeitplans einstellen, dass diese beispielsweise alle 4 Stunden erstellt werden, und davon merken Sie nichts. Das macht die BIM-Cloud automatisch im Hintergrund, und Sie könnten diese Snapshots einfach hier wieder zurückspielen. Beim PLN-Backup sieht das Ganze ein wenig anders aus. Auch hier können Sie einen Zeitplan definieren. Beispielsweise jeden Tag um 16 Uhr. Dort ist es dann aber so, dass zu diesem Zeitpunkt, wo Sie diesen Zeitplan definiert haben, bekommt der erste Mitarbeiter, der in diesem Projekt etwas zeichnet oder senden, empfangen drückt, eine Meldung, wo es heißt, die BIM Cloud möchte gerne ein PLN-Backup erstellen. Möchten Sie das tun? Ja oder nein? Und dort müssen Sie explizit bestätigen, dass dieses PLN-Backup eben im Hintergrund auf den Server geschrieben wird. Ich hoffe, diese Frage ist so beantwortet, und ich würde wieder zurückkehren in meine Präsentation, denn wir haben noch weitere Vorteile der BIM Cloud. Und zwar ist es so, dass im Vergleich zur BIM Cloud Basic ist die BIM Cloud dafür optimiert, wenn Sie eben mehrere Bürostandorte haben, dies dank der sogenannten Delta Cache Komponente. Dieser Delta Cache erkläre ich Ihnen gerade nachher noch etwas genauer. Und BIM Cloud ist für den Einsatz eines Cloud Servers oder für den Einsatz in der Cloud optimiert. Auch das dank der Delta Cache Komponente. Und BIM Cloud ist auch skalierbar, und zwar skalierbar über mehrere BIM Cloud Server. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass grundsätzlich die BIM Cloud aus 2 Komponenten, Manager und Server, besteht. Bei der Vollversion haben wir aber die Möglichkeit, mehrere BIM Cloud Server in einen BIM Cloud Manager zu koppeln. Und das kann beispielsweise Sinn machen, wenn Sie mehrere Standorte haben
Oder wenn Sie ein speziell großes Projekt haben, dann können Sie einen zweiten Server hochfahren, einen zweiten BIM Cloud Server installieren und dort nur dieses eine große Projekt liegen haben, wo Sie dann die vollen Serverressourcen zur Verfügung haben und diese nicht noch mit anderen Projekten teilen müssen. Ja, und nun kommen wir zu einer erweiterten On-Premise-Installation. Dieses Konstrukt ist nun nur noch mit der BIM Cloud installier- oder umsetzbar. Und zwar sehen Sie, wir haben grundsätzlich dieselbe Ausgangslage. Wir haben im Büro am Hauptsitz einen physischen Server stehen, worauf die BIM Cloud mit Manager und Server installiert ist. Alle ArchiCAD-Stationen greifen über das Netzwerk auf diese BIM Cloud zu. Und nun haben wir aber noch zwei weitere Außenstandorte des Büros und wir haben angebundene Homeoffice-Arbeitsplätze, welche allesamt auch über die BIM Cloud am Hauptsitz arbeiten möchten. Und jetzt kommt diese Delta Cache-Komponente zum Zug. Sie sehen, an den Außenstandorten, wo mehrere Leute sitzen, haben wir eine kleine Hardware, ein kleiner Server stehen, worauf eben BIM Cloud Delta Cache installiert ist. Und dieser Delta Cache agiert als Zwischenspeicher. Das heißt, der ganze Projekt-Traffic, der über das Internet vom Hauptsitz an die Zweigstellen gelangt, wird hier in-house zwischengesichert. Und so bringen Sie den Speed auch an Ihre Zweigstellen. Es müssen also nur noch die kleinsten, neuesten Änderungen jeweils über das Internet abgegriffen werden. Der Großteil des Projekts befindet sich aber bereits in-house auf dem Delta Cache. Und so haben Sie an den Außenstandorten dieselbe Performance wie am Hauptsitz, wo grundsätzlich die BIM Cloud steht. Und all diese Außenstellen, diese beteiligten Standorte, die greifen über das Internet durch die Firewall am Hauptsitz auf diesen Server oder auf diese BIM Cloud zu. Die Variante 3 ist eine Cloud-Installation. Da ist nun nicht mehr die BIM Cloud bei Ihnen im Büro installiert, sondern in einer Cloud-Umgebung. Und zwar kann das eine öffentliche Cloud wie beispielsweise Microsoft Azure sein oder auch eine private Cloud-Umgebung, beispielsweise das Rechenzentrum Ihres Informatikbetreuers. Und dort haben Sie einen virtuellen Server hochgezogen, wo Sie wiederum die Software BIM Cloud, BIM Cloud Manager und BIM Cloud Server installiert haben. Der Rest sieht dann aber eigentlich identisch aus. Wir haben den Hauptsitz, wir haben eine Zweigstelle und wir haben wiederum die Homeoffice-Mitarbeiter. Und nun ist auch am Hauptsitz sowie an der Zweigstelle dieser Delta Cache installiert, damit Sie dort mit der vollen Performance in ArchiCAD arbeiten können. Und wiederum wird über das Internet auf die Cloud, auf die BIM Cloud zugegriffen. Dann weitere Vorteile der BIM Cloud sind die Möglichkeit einer zentralen Benutzerverwaltung. BIM Cloud erlaubt es Ihnen, eine sogenannte LDAP-Integration zu machen. Diese LDAP-Anbindung ermöglicht es Ihnen, ein bestehendes Benutzerverzeichnis, welches in Ihrem Betrieb bereits existiert, abzugreifen und zu synchronisieren, sodass Sie keine manuellen BIM Cloud-Nutzer mehr erfassen müssen. Es hat dann jeder Mitarbeiter, der sich am Morgen bei Ihnen im Büro an den Computer anmelden kann, mit demselben Benutzername und mit demselben Passwort auch Zugriff auf die BIM Cloud. Das also ein sehr großer Verwaltungsaufwand, der bei der BIM Cloud wegfällt im Vergleich zur BIM Cloud Basic. Dann lässt sich bei der BIM Cloud die Benutzerverwaltung anhand von Gruppen strukturieren. Bei BIM Cloud Basic sind das nur einzelne Nutzer und Sie haben die Möglichkeit, die Benutzerrechte vererbbar einzustellen, dass Sie das global steuern können und nicht für jedes Projekt wieder jedem Mitarbeiter frisch
Rechte verteilen müssen. Und auch bei den Bibliotheken können Sie projektgebundene Bibliothekenberechtigungen einstellen. Das hat wieder einen Zusammenhang mit dem Punkt, wo ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass da nicht jeder in den Bibliotheken machen kann, wie er das gerne hätte. Und auch hier wechsle ich gerne wieder kurz in den Manager, um Ihnen das Ganze live zu zeigen. Sie sehen im Menü Nutzer haben wir einzelne Benutzer, welche standardmäßig keine Rechte besitzen. Und wir haben verschiedene Benutzergruppen. Bei der BIM Cloud funktioniert es jetzt so, dass ich meine einzelnen Nutzer in verschiedene Gruppen unterteile. Beispielsweise sage ich hier, Nando Schürch gehört in meine Architektengruppe. Und nun haben wir einzelne Nutzer, die sich in verschiedenen Gruppen befinden, aber diese Gruppen eigentlich auch noch keine Rechte haben. Und wenn wir nun ins Menü Projekte wechseln, dann lässt sich das Ganze einstellen und zwar, wie gesagt, vererbbar. Das kann ich auf einem Hauptordner, den ich angewählt habe, auf der rechten Seite beim Zugriff, kann ich nun eben einstellen, dass auf diesem Projekt meine Architektengruppe Projektleiterrechte hat. Und jetzt vererbt sich diese Berechtigung nach unten. Das heißt, auf jedes Projekt, auf jede Bibliothek oder auch auf jeden Unterordner, der sich in diesem Hauptordner befindet, haben die Architekten Projektleiterrechte. Im Spitalprojekt beispielsweise kann ich aber dann derselben Benutzergruppe beispielsweise nur Betrachterrechte geben. Und so lässt sich das Ganze eben sehr detailliert einstellen. Und Sie sehen bei den Bibliotheken, da gibt es grundsätzlich einen Bibliothekordner, wo die Standardbibliotheken drin liegen. Und da haben in den meisten Fällen nur sehr wenige Leute darauf Zugriff, dass eben nicht alle Leute diese Standardbibliotheken bearbeiten können, sondern Sie können sie beispielsweise nur betrachten. Und wenn Sie dann projektspezifische Bibliotheken haben, dann können Sie die direkt im Projektordner angliedern. Dann hat dann diese Projektgruppe wiederum der volle oder Projektleiterzugriff. Und so kann Ihnen niemand im Büro die Standardbibliotheken verändern. Aber die projektspezifischen Bibliotheken kann jeder Mitarbeiter nahtlos füllen und bearbeiten. Und wenn Sie sich nun fragen, ja, was heißt dann diese Projektleiterrolle? Dann können Sie ins Menü Rollen wechseln und sich das Ganze anschauen gehen. Da haben wir diese verschiedenen BIM Cloud Rollen und auf der rechten Seite sehen Sie oben noch etwas BIM Cloud Management Spezifisches und weiter unten ist es dann Archicad spezifisch. Also Sie können einstellen, darf diese Rolle ein Geschoss erstellen, ja oder nein. Diese Rollen, die lassen sich bearbeiten, Sie können da weitere Rechte verteilen oder Sie können auch selbst ganz neue Rollen definieren. Dann weitere Vorteile der BIM Cloud ist der automatisierte Reservationsassistent. Wenn Sie auf BIM Cloud Basic in Teamwork arbeiten, dann müssen Sie ein Element anwählen und manuell auf den Knopf Reservieren drücken. Und erst dann gehört dieses Element Ihnen und Sie können es bearbeiten. Die BIM Cloud übernimmt diesen Schritt. Und wenn Sie ein freies Element, was eben noch nicht reserviert ist, anwählen, dann klickt BIM Cloud automatisch auf diesen Reservieren-Knopf und Sie müssen das nicht mehr manuell machen. Und wahrscheinlich einer der größten Vorteile der BIM Cloud ist die Parallelverwaltung mehrerer Archicad-Versionen. Sie brauchen nun nicht mehr eine BIM Cloud Basic für Archicad 22 und eine BIM Cloud Basic für Archicad 23, sondern Sie haben eine zentrale BIM Cloud Installation
und dort drauf lassen sich von ARCHICAD 19 aufwärts alle möglichen Projektversionen hosten. Das heißt, auch dort großer Verwaltungsaufwand, der wegfällt mit der BIM Cloud, weil Sie eben nicht mehr jedes Jahr, wenn eine neue ARCHICAD-Version erscheint, auch eine neue Serverinstallation machen müssen. Und die BIM Cloud lässt sich auch für mobile Endgeräte anbinden oder besser gesagt für die BIMX App. Sie können also Ihr Bauleiter mit dem Tablet und dem BIMX darauf auf die Baustelle schicken. Der ist mit der BIM Cloud verbunden und kann dort Dinge, die er geändert haben möchte, einzeichnen. Er kann Kommentare verfassen und die direkt ins Büro schicken. Und zwar werden diese Kommentare dann im ARCHICAD in diesem Teamwork-Projekt sofort den richtigen Personen eingeblendet und man sieht auch gerade, wo das Problem ist oder wo der Bauleiter etwas geändert haben möchte. Und zu diesem BIMX-Vorteil, also dieser BIMX-Anbindung, möchte ich Ihnen ebenfalls kurz ein Video abspielen. Ich hoffe, das Ganze klappt diesmal ein bisschen besser. Wir sind Konzeptwerk, ein Architekturbüro aus Wetzikon im Zürich Oberland. Wir bestehen aus 13 Mitarbeitern und sind hauptsächlich im Wohnungsbau tätig. Basis für eine erfolgreiche BIM-Planung setzt ein perfektes 3D-Modell voraus. Das bedeutet für uns am Anfang einen grösseren Modellierungsaufwand, aber für alle weiteren Arbeitsabläufe eine grosse Effizienzsteigerung. Die Herausforderung liegt in der Kommunikation mit den Fachplanern. Es braucht eine gemeinsame digitale Sprache. Unser Architekturmodell dient als Leitmodell für die Fachplaner. Darum brauchen wir eine Technologie, die es ermöglicht, standortunabhängig und gleichzeitig im Team zu arbeiten. Da wir heute schon fast die ganze Infrastruktur in der Cloud betreiben, haben wir uns für BIM Cloud in Microsoft Azure entschieden. Die ermöglicht uns genau diesen Funktionsumfang. Wir können mit unseren ARCHICAD-Arbeitsstationen und auch mit mobilen Endgeräten jederzeit auf das dreidimensionale Gebäudemodell zugreifen. So sind wir unabhängig von lokalen Hardware-Installationen. Wie ihr hier seht, sind wir noch nicht ganz papierlos unterwegs, sind aber auf dem besten Weg dazu. Wir sind überzeugt, mit diesem Weg das Optimum für unsere Kunden zu bieten. So, ich würde mich hier gleich schnell dazwischen schalten. Es gab noch einige Fragen, wo ich eine daraus kurz gleich stellen möchte. Und zwar die Frage, Fabio, ich habe gesehen, du hast die zwar bereits beantwortet, wir würden sie trotzdem schnell live zeigen. Ich glaube, das macht an dieser Stelle Sinn. Die Frage war zum automatischen Reservieren, muss ich etwas speziell einstellen? Muss ich irgendwas machen, damit diese Elemente also automatisch für mich reserviert werden? Die Frage würde ich vorschlagen, könnten wir gleich zu Fabio geben, dass du da kurz einhängen könntest und du, Nicolas, kannst vielleicht kurz genau in ARCHICAD das parallel dazu zeigen. Ja, auf jeden Fall können wir das gleich noch für alle beantworten. Es ist so, dass damit das automatische Reservieren funktioniert, im ARCHICAD muss das in der Arbeitsumgebung aktiviert werden. Das ist so, dass das in ARCHICAD 23 bereits schon für Sie aktiviert ist, standardmäßig. In ARCHICAD 22 zeigt Ihnen Nicola unter dem Menü Verwaltung in der Arbeitsumgebung, können Sie bei Datensicherheit und Integrität
Integrität. Auf der rechten Seite bei Datenintegrität sehen Sie dort so unterst diesen Haken verfügbare Elemente. Beim Bearbeiten automatisch reservieren erfordert eine BIM-Cloud-Nutzerlizenz. Und wenn Sie das aktivieren und eine BIM-Cloud besitzen, dann bezieht diese Lizenz und Sie können dann automatisch die Elemente, wenn Sie die auswählen und noch nicht reserviert haben und die ändern möchten, werden die automatisch im Hintergrund dann reserviert. Super, vielen Dank für diese Ausführung. Nikolas, du kannst eigentlich mit deiner Präsentation fortfahren. Ja, besten Dank euch zwei und wir kommen zum letzten Vorteil der BIM Cloud. Und zwar ist es so, dass Sie nebst den Benutzerlizenzen, die Sie anschaffen müssen, lösen Sie bei uns auch ein BIM Cloud Key Member Dienstleistungspaket. Und dieses Dienstleistungspaket beinhaltet die Installation und die Konfiguration der BIM Cloud. Das wird also von unserer Seite, von Seite IDC, für Sie auf Ihrem Server installiert. Bei BIM Cloud Basic sind Sie dafür selbstverantwortlich. Dann ist es so, dass viermal im Jahr ein Update der BIM Cloud erscheint. Auch hier übernehmen wir diese Wartung, respektive spielen wir Ihnen diese Updates ein. Und bei BIM Cloud Basic müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie dieses Update installieren möchten, wer und wie Sie dieses Update installieren. Und der zuvor angesprochene serverseitige BIM Cloud Support, welcher in diesem Dienstleistungspaket inbegriffen ist. Das heißt, wenn Sie BIM Cloud Kunde sind und dieses Key Member Dienstleistungspaket haben, dann ist egal, wie groß der Aufwand von unserer Seite ist, es fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten mehr an und das ist alles abgedeckt. Und zusammenfassend lässt sich nun eigentlich sagen, wir liefern Ihnen die beiden, respektive eine der beiden Softwares, BIM Cloud Basic oder BIM Cloud, und Sie müssen aber Ihre eigene IT-Infrastruktur zur Verfügung stellen oder eine Cloud-Infrastruktur, welche durch Ihren Informatikbetreuer zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, es wird also von Ihrer Seite, entweder von jemandem vom Büro oder von Ihrem Informatiker, wird ein wenig IT-Know-how benötigt. Jemand muss diese Server hochfahren, jemand muss diese Server verwalten und jemand muss von Zeit zu Zeit dort ein Betriebssystem-Update einspielen. Seit kurzem gibt es nun aber noch ein drittes Angebot und das nennt sich BIM Cloud AAS, BIM Cloud as a Service. BIM Cloud as a Service ist grundsätzlich die kostenpflichtige Vollversions BIM Cloud, welche aber eben als Service angeboten wird. So, und hier würde ich gerne mich nochmal dazwischen schalten und eine kleine Kurzumfrage machen. Ich starte diese gleich. Beabsichtigt Ihr Büro, Ihre IT-Infrastruktur in naher Zukunft in eine Cloud-Umgebung auszulagern? Diese Frage ist aber auch gestellt, ob Sie das bereits getan haben. Also haben Sie da bereits gewisse Teile in die Cloud ausgelagert oder beabsichtigen Sie dies zu tun? Ja, gewisse Teile, ja, die ganze IT oder nein, das beabsichtigen wir nicht. Auch hier bei dieser Umfrage wieder, wenn Sie eventuell nicht antworten können, einmal kurz den Vollbildmodus mit Escape ausschalten, die Frage beantworten und anschließend können Sie dann gleich wieder in den Vollbildmodus wechseln. Ich sehe hier, die Antworten kommen fleißig rein. Sehr gut. Dann würde ich diese Umfrage wieder schließen und Ihnen auch gerne gleich das Ergebnis zeigen. Wir haben hier einen bunten Mix aus wieder allen möglichen Antworten. Sehr spannend ist, dass doch ein sehr großer Teil nach wie vor mit Nein antwortet, dass das nicht gewünscht ist. Und so stellen wir das auch in der Praxis immer wieder fest. Es gibt verschiedene Ansätze in den Firmen. Einfach nur in die Cloud zu gehen, ist nicht immer der richtige oder vielleicht für den Moment auch noch nicht der richtige.
Sehr viele Firmen setzen aber komplett drauf, nur noch in der Cloud zu sein, um möglichst keine Infrastrukturen mehr in-house zu haben. Wir haben mit der BIM Cloud, mit diesem Produkt, glücklicherweise die Möglichkeit, alles abzudecken und entsprechend Ihrer Infrastruktur oder Ihren Wünschen das dann auch zu bieten oder Lösungen hier anzubieten. Gut, vielen Dank für Ihre Antworten. Ich blende das wieder aus und gebe zurück zu Nicolas. Ja, und wir kehren zurück zu dieser BIM Cloud as a Service. Was ist das genau? Das ist ein Service, welcher Sie direkt bei Graphisoft lösen. Wir von der IDC bleiben zwar nach wie vor in allen Belangen Ihre Ansprechperson, aber Sie lösen oder bezahlen diesen Service direkt beim Hersteller Graphisoft. Sie können dann wählen, ob Sie eine monatliche oder eine jährliche Abrechnung möchten. Und Sie können diesen Dienst auch jederzeit spontan wieder kündigen. Und diese BIM Cloud as a Service hat im Vergleich zur BIM Cloud Vorteile. Und zwar ist es so, dass Sie eben kein IT-Know-how mehr brauchen. Sie brauchen nicht mehr Ihre eigene Informatikinfrastruktur mit Servern, weil im Hintergrund befindet sich bereits für Sie ein gehosteter Cloud-Server. Im Übrigen steht er in der Schweiz. Es ist nicht so, dass Sie da per TeamViewer oder per Remote Desktop auf diesen Server zugreifen können und den selbst verwalten, aber im Hintergrund an Ihren BIM Cloud Zugriff steht eben bereits ein Server für Sie, welcher Graphisoft verwaltet. Es ist aber auch so, dass BIM Cloud as a Service im Vergleich zu BIM Cloud auch Nachteile hat, und zwar lässt sich bei BIM Cloud as a Service nicht mehrere BIM Cloud Server in einen Manager koppeln. Sie haben nicht die Möglichkeit dieser LDAP-Integration. Sie müssen also Ihre Nutzer manuell erfassen. Sie können die projektspezifischen Snapshots nicht auf externe Speicherlaufwerke auslagern, sondern dort ist einfach bestimmt, wohin die geschrieben werden, und manchmal eine Hemmschwelle, die Zahlung ist ausschließlich mit Kreditkarte möglich. Und anhand dieser Vor- und Nachteile sehen Sie, dass diese BIM Cloud as a Service eine ganz spannende Sache sein kann, beispielsweise für kleine Büros, welche sonst keine große IT-Infrastruktur haben und vielleicht nur für die BIM Cloud extra einen Server anschaffen müssten. Oder beispielsweise für kurzfristige Zusammenarbeiten. Sie haben für ein bestimmtes Projekt, möchten Sie mit einem zweiten Büro zusammenarbeiten. Es haben beide Büros nur BIM Cloud Basic und Sie möchten nicht nur für ein Projekt auf BIM Cloud upgraden. Dann können Sie diese BIM Cloud as a Service lösen, so lange gebrauchen, wie eben dieses Projekt läuft, und nach 4-5 Monaten dann aber sofort wieder kündigen und auf Ihre gewohnte Infrastruktur mit BIM Cloud Basic zurückkehren. Ich würde mich hier noch mal ganz kurz dazwischen schalten, Nicolas. Wir haben diverse Fragen jetzt natürlich zu den Preisen gekriegt im Hintergrund. Wir werden das gerne zum Schluss kurz eine Übersicht machen, wie die preisliche Situation aussieht. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist, gibt es einen Migrationspfad von BIM Cloud zur SaaS-Lösung? Ich gehe davon aus, Sie meinen, wie die Daten da schlussendlich effektiv auf die Cloud kommen. Und da kann ich vielleicht ganz kurz gleich Antwort drauf geben. Es ist nicht so, dass man irgendwie die ganze Cloud backupt und dann in SaaS oder in AAS, im As a Service, hochfährt, sondern man tut dies einzeln. Man nimmt ein Projekt nach dem anderen auf diese Service-Lösung und veröffentlicht diese dann dort. Ich gehe davon aus, dass das Ihre Frage beantwortet. Falls nicht, können Sie gerne noch eine Folgefrage darauf uns senden. Gut, zurück zu dir, Nicolas. Ja, und zwar sehen wir uns mal ein solches BIM Cloud as a Service-Konstrukt an, und
Das ist grundsätzlich identisch das gleiche wie die Variante 3, wo wir gesehen haben, die Cloud-Installation, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie nun nicht mehr selbst entscheiden können, was für eine Cloud-Umgebung das ist, sondern das ist die Google Cloud, welche von Graphisoft verwaltet wird und in Zürich gehostet wird. Dort haben Sie einen virtuellen Server mit Ihrer BIM Cloud drauf und Sie haben Ihren Hauptsitz, Ihre Zweigstelle und Ihre Homeoffice-Mitarbeiter und haben in den Büros wiederum für die Performance, für den Speed diese Delta-Cache-Komponente installiert und greifen über das Internet auf die Cloud, auf die BIM Cloud zu. Und im Verlauf dieses Webinars haben wir nun verschiedene Konstrukte, verschiedene Installationen dieser BIM Cloud gesehen und ich möchte nun noch auf eine fünfte Variante, auf eine etwas komplexere Variante drauf eingehen. Das ist eine sogenannte Mischlösung, wo wir grundsätzlich wieder in der Cloud, wo Sie sagen, ein virtueller Server stehen haben, wo die BIM Cloud drauf installiert ist. Wir haben einen Hauptsitz, wir haben eine Zweigstelle unseres Büros, wir haben diesmal ein Partnerbüro mit im Boot und wir haben wieder Homeoffice-Arbeitsplätze. Und wie Sie sich das bereits gewohnt sind, steht an den allen Außenstellen dieser Delta Cache, auch am Hauptsitz steht der Delta Cache für die Performance der Projekte, die in der Cloud liegen. Und wir haben nun aber am Hauptsitz eine einzelne BIM Cloud Server Komponente installiert, welche ebenfalls in den Manager in der Cloud gekoppelt ist. Und nun sehen wir, dass unsere Zweigstelle zum einen Zugriff auf die Cloud hat und die Projekte, wo dort liegen, zum anderen aber auch direkten Zugriff auf den Server am Hauptsitz. Und eine solche Mischlösung kann eben zum Zug kommen, wenn Sie Ihr Partnerbüro nur auf die Projekte lassen möchten, wo Sie auch wirklich dran arbeiten und die bürointernen Projekte Sie aber lieber im Büro selbst auf einem physischen Server hosten wollen. Und so sind die Projekte, die Sie mit Ihrem Partnerbüro teilen und Ihre eigenen Projekte eben nicht nur von den Berechtigungen, sondern auch wirklich vom Platz, wo sie liegen, voneinander getrennt. Oder beispielsweise haben Sie ein Projekt, welches sicherheitstechnisch etwas heikel ist. Sie dürfen eine Bank bauen beispielsweise, wo die Vorgabe ist, dass dieses Projekt eben nicht in der Cloud liegen darf. Dann haben Sie dieses Projekt auf dem Server im Büro. Und trotzdem die zentrale Verwaltung, welche über den Manager in der Cloud läuft. Und solch komplexe Konstrukte lassen sich dann nur noch mit BIM Cloud bauen. BIM Cloud as a Service ist hier nicht möglich, weil man eben bei BIM Cloud as a Service nicht mehrere Server in einen Manager koppeln kann. Nun möchte ich mich eigentlich nur noch bei Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und Sie darauf hinweisen, dass wenn wir das Webinar gerade beenden werden, Sie noch eine Umfrage haben werden, wo wir Ihnen sehr dankbar sind, wenn Sie diese noch kurz ausfüllen würden. Und unten sehen Sie alle Informationen nochmals rund um diese verschiedenen Produkte, um diese Funktionen und so weiter, wo Sie bei uns auf idc.ch/BIMcloud finden oder auch die Mailadresse bimcloud@idc.ch, wo Sie uns direkt ins BIMcloud-Team Anfragen stellen können oder so mit uns Kontakt aufnehmen. Somit besten Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.